Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch mal wieder so ein bisschen mit. Wir haben jetzt schon nachmittags. Wir werden jetzt erstmal zum Rewe fahren und nachher werde ich mich nochmal melden, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich denke nicht, dass ich euch live mitnehmen werde. Ich habe ein 15-fach-Coupon für den ganzen Einkauf ab 2 Euro, den ich einsetzen werde. Und ansonsten werde ich nach Cashback-Sachen gucken. Da habe ich mir ein paar rausgesucht, die nenne ich euch gleich auch wieder mit Aktionszeitraum und ob ihr dafür einen Aktionssticker braucht, also einen Aktionshinweissticker. Alles wie gehabt, ihr kennt es ja, ne? Genau, ich melde mich gleich nochmal. So, dann schauen wir mal nach den Keksen. Ja, wir suchen ja bestimmte. Wir haben jetzt einmal die Kelloggs und... Genau, hier die Riegel. Da erzähle ich euch gleich, welchen ihr aussuchen könnt. Jetzt gucke ich noch eben nach den Keksen und dann melde ich mich nochmal. Ihr Lieben, wir sind wieder zurück und ich zeige euch gleich, was wir jetzt alles bekommen haben. Die Melina ist gerade mit mir, der Papa spielt nämlich gerade mit dem Giano. Die wollten ein Spiel spielen und Melina ist ein bisschen traurig, weil sie nicht mitspielen darf. Das ist aber ein Spiel für was Ältere, ne? Mein Schatz, wir können gleich auch was spielen, ja? Ein Puzzle machen oder sowas. Melina puzzelt total gerne. Genau, bevor ich euch gleich noch die Sachen zeige und erzähle euch was dazu. Der Carlos, der war am Wochenende. Komm, Schatz, willst du mit mir kommen? Der war am Samstag bei Lidl und hatte da portugiesisches Gebäck. Sagt man das so, Schatz, Gebäck? Gekauft. Törtchen, ne? Törtchen, ja. Törtchen. Komm, mein Schatz. Das ist nämlich jetzt noch im Gefrierfach und wir wollen die nachher mal probieren. Dafür stellen wir die in den Kühlschrank oder ganz raus? Ganz raus. Ganz raus? Okay, und wo sind die? Willst du die jetzt machen, oder? Ach, die müssen ja auch noch im Backofen, richtig? Ja, ja. Ach so. Das habe ich gerade Melina gegeben. Sie möchte das gerne öffnen. Und ja, das kommt noch in den Backofen. Da gucken wir mal. Dann setz dich mal hin, Melina. Ich setz mich mal eben zu dir, zu ihre kleine Küche. Oh Gott, ist das niedrig. Wie komme ich hier wieder hoch? Oh, ich zeig euch das jetzt mal eben. So, Melina in ihrer Küche. Komm, wir drehen das einmal um zu zeigen. Ja, Schatz? Wow, das alleine machen. Also, ups. So sieht es aus. Oh mein Gott, da habe ich mega Bock drauf. Melina, Mama guckt gerade, wie man die öffnet. Ich dachte, hier wäre oben was. Und das war schon richtig. Warte. So. Also, kurz dazu. Das sind so typisch portugiesische kleine Törtchen. Und, ab und zu gibt es die bei Lidl zu kaufen. Wir aber haben allerdings diese noch nie getestet. Und ich sehe die jetzt auch zum allerersten Mal. So sehen sie dann fertig aus. 6 Stück sind es. Und was mir direkt auffällt, ist, dass der Teig ziemlich dick ist. Carlos ist gerade dazu gekommen. Was sagst du? Ja, aber sie sehen okay aus, ne? Sie sehen okay aus, ja. Was ist das denn? Ja, sehr, ne? Bin ich echt mal gespannt, wie die... Ob sich das noch zusammenzieht. Eher auseinander, oder? Okay, dann machen wir das eben. Mal gucken, wie man die macht. Ich glaube, 10 Minuten 200 Grad. Hast du schon gelesen? 10 Minuten 200 Umluft? Okay. So, diese sind jetzt in circa 10 Minuten fertig. Da bin ich total gespannt drauf. Also die Kinder, die essen die auch total gerne. Und ja, sonst kaufen wir die immer beim Portugiesen. Was heißt immer, wir sind da ja sehr, sehr selten. Aber wenn wir immer mal da sind, dann kaufen wir die schon sehr gerne ein. Genau. Dann zeige ich euch mal eben... Ja, es waren nur 2 Produkte, die wir bekommen haben beim Rewe. Aber dennoch möchte ich die euch zeigen und dazu noch ein bisschen erzählen. Das sind jetzt nur Cashback-Produkte, also bekomme mein volles Geld zurück.
Und da zeige ich euch gleich, welche zwei ich habe und welcher halt noch aktuell in Aktion ist. So, ich muss eben mein Oberteil ausziehen. Melina ist hier direkt neben mir. Mein Schatz. Nee, das war Mamas Jacke. Also ich habe wieder mein Smartphone. Wir machen eben die Seite auf und dann gehen wir einmal durch. Das allererste sind McVitie's Kekse. Blende ich euch hier ein, damit ihr seht, wie diese ausschauen. Diese sind gerade aktuell. Vom 1.4. bis zum 30.6. Da braucht ihr keinen Aktionshinweis. Ein Produkt pro Haushalt. Wie immer, die Teilnahmebedingungen stehen dabei. Und ich habe jetzt diese bei Rewe nicht gefunden. Hier steht nämlich noch drinnen, die Kekse sind unter anderem in eigenen Filialen von Rewe und Edeka erhältlich. Aber wie gesagt, ich habe die jetzt bei diesem Rewe nicht gefunden. Das ist der normale Rewe. Es gibt ja noch Rewe Center. Aber dieser Rewe ist, ja, da finde ich nicht immer alles, sagen wir mal so. Wobei ich da auch nicht so oft bin. Genau, diese habe ich auf jeden Fall nicht gefunden, gab es nicht. Dann einmal nächste Aktion von Milram, Auflaufliebe und Pizzaliebe. Da könnt ihr ein Produkt pro Person vom 1.3. bis zum 30.6. Auch da ist kein Aktionshinweis notwendig. Teilnahmebedingungen stehen wieder dabei. Und hier, da steht noch ein bisschen was dazu, welche von Pizzaliebe, Gouda, Mozzarella und Auflaufliebe, welche genau ihr da testen dürft. Ne? Genau, dann kommt von Nestlé, blende ich euch ein. Und da habe ich auch eins bekommen, zwei waren dort. Zwei Sorten und insgesamt machen aber vier Sorten mit. Und zwar läuft die Aktion vom 6.4. bis zum 31.7. Was machst du, Maus? Sie massiert meinen Bauch. Melina. Mein Mäuschen. Kein Aktionshinweis nötig. Und wir haben jetzt Lion mitgenommen. Ach, Melina. da gab es einmal das und Cini Mini gab es. Genau, ich habe einfach die Kinder aussuchen lassen. Komm, halt dich fest, Maus, du fällst sonst runter. Die steht nämlich hier auf dem Kinderstuhl. Genau, noch vielleicht wichtig zu sagen, 45.000 dürfen eingelöst werden und dann ist eben Schluss. Wenn das nämlich vor dem 31.7. passiert, dann war es das eben, ne? Genau, ich kann euch eben nennen, wie viel das jetzt gekostet hat, weil das ist ja das, was ich immer sage, finde ich total schade, dass bei dieser Aktion eben nicht der Preis dafür steht. Also hier sind jetzt vier Riegel drinnen und bezahlt haben wir 1,49 Euro. Geht, ne? Würde ich jetzt sagen. Sowas haben wir auch, ja. Dann machen wir weiter. Mit der nächsten Aktion. Mama, Mr. Kaputt. Und zwar von Dr. Oetker gibt es momentan Pudding. Ich blende das nur euch ganz eben schnell ein, weil das hatte ich euch in einem anderen Video schon gründlich erzählt oder ausführlich. Und nein, ich habe auch diesen Pudding heute leider nicht gefunden. Da machen wir weiter mit Salat. Blende ich euch ein. Und zwar habe ich diesen Salat gefunden. Rucola, Feldsalat, Kopfsalat. Allerdings ohne den Sticker. Und das ist wichtig. Also wenn ihr Cashback darauf haben wollt, dann braucht ihr den auf jeden Fall mit Sticker. Und wir hatten jetzt zum Beispiel Rucola gesehen ohne Aktionshinweis. Ja, mein Schatz, tut dir nicht weh, ne? Genau, dann kurz hierzu. Man darf sich dann eine Salatsorte auswählen von diesen drei und ein Produkt pro Person. Also das sind vier verschiedene, nicht drei. Genau. Aktionszeitraum vom 1.3. bis zum 31.5. Dann machen wir weiter. Hier sind noch mehrere Aktionen, etwas ältere, die ich auch noch nicht so genannt habe. Aber ich glaube, das Video wird dann einfach zu lang. Ich halte mich kurz. Wir machen hier mit einem anderen weiter. Und zwar, ich suche das eben hier raus, ist es eine Kellogg's-Packung.
Hier habe ich das. Wo habe ich das denn? Hier. Kellogg's Packung. Vier verschiedene. Ich sehe jetzt allerdings hier nur. Auf jeden Fall müsst ihr dafür auf die kelloggs.de Seite gehen. Und dann seht ihr da drei verschiedene Kellogg's Sorten. Genau. Und ich muss kurz einmal durchgehen. Einlösen. 20.000 mal gratis testen. Also 20.000 dürfen eingelöst werden. Und dann steht da immer ganz genau, wie viele noch. Also in diesem Fall noch 2237. Genau, wir laden dich zum Frühstück ein. Wie das Ganze funktioniert, du suchst dir einen von diesen vier Sorten aus. Hier habe ich die vier Sorten. Die Aktion läuft vom 22.03. bis zum 35.04. Ich habe jetzt Kokosnuss gewählt. Ja, was auch sonst, ne? Ich glaube, das hättet ihr jetzt auch erraten können. Genau. Den einmal ausgewählt. Wie funktioniert das Ganze? Wir gehen einmal hier hoch. Müsli kaufen, Kassenbon hier hochladen, Geld für einmal Kellogg's Crunchy Müsli zurückerhalten. Und das war es dann auch eigentlich schon. Also gibst du deine Daten ein, deine Kontonummer und so weiter. Und dann erhältst du dein Geld zurück. Wie gesagt, da müsst ihr euch einlesen. Dann steht da auch, wie viele Wochen ihr warten müsst und so weiter. Was das jetzt gekostet hat, die hatten jetzt auch zwei Sorten davon, genau. Aber ich habe mich total gefreut, dass die Kokosnuss hatten und bin gespannt, ob dieser hier mir schmeckt. Kenne ich so noch nicht. Gekostet hat dieser 3,69 Euro. Genau. Und ja, dann eben noch die 5 normale Punkte und die 5-Pack-Punkte. Habe diesmal nicht mit Payback-Punkte bezahlt, sondern mit Bargeld. Dieses Geld kriegst du aber zurück von 5,18 Euro. Genau, für beide Artikel. Richtig gut, oder? Kann man die testen, wenn man es mag, kann man es dann ja irgendwann nochmal nachkaufen. Und wenn nicht, dann, ne? Genau, die, ich habe jetzt noch nichts eingegeben. Das mache ich gleich in Ruhe, falls das noch geht. Ich glaube aber, ja, müsste gehen. Ja, darfst du. Ein Schokobrötchen. Janu ist verrückt nach Schokobrötchen. Wie lange sind das Gebäck? Noch 2 Minütchen. Dann ist es auch fertig. Dann nehme ich euch gleich mit. Ich bin gespannt, wie diese gleich aussehen und ob diese schmecken. Ich esse die so gerne, diese portugiesische Törtchen. Oh mein Gott. So, dann räume ich das eben einmal weg oder vielleicht tippe ich das noch schnell ab. Und das geht aber wirklich schnell. Also ich sitze da nicht länger als 5 Minuten dran und darf die Sachen einfach kostenlos testen. Ne? Genau, ich nehme euch mit. Beziehungsweise melde mich auch gleich nochmal. Ich mache das Ganze nämlich im Wohnzimmer. Ne, die sind noch nicht ganz gut. War ja nicht vorgeheizt, deswegen denke ich noch 5 Minuten. So, die Sachen habe ich eingereicht. Das ging richtig schnell. Bestellt sind auch fertig. Ich bin der Meinung, die sind noch ein bisschen hell, aber Carlos meinte, nein, die sind fertig. Teller. Achso, ich habe die Spüle. Ich lege die mal kurz auf Seite. Pass auf, wir machen die mal zu. Die sind doch noch voll hell. Ja, Carlos meinte, nein. Die waren aber jetzt auch 15 Minuten drin. Also die müssten ja eigentlich fertig sein. So. Hier. Zeigt ihr euch mal eben. Da sind sie. Melina hat jetzt ein ganz helles bekommen. Ich nehme hier den. So. Den nehme ich mal mit ins Wohnzimmer. Ich probiere den jetzt mal direkt. Und ihr probiert ja auch. Und Melina. Schmeckt's, Melina? Mäuschen. Schmeckt gut? Okay, dann probiere ich mal.
Also wir haben jetzt alle haben probiert und die schmecken richtig gut. Also ich finde, die kann man jetzt nicht mit dem Portugiesischen vergleichen, aber die sind schon sehr nah, ne? Was mir fehlt, ist so ein bisschen der Geschmack nach Zitrone und Zimt, so ein bisschen. Zimt, ja, gar nicht. Und Zitrone, also ganz, ganz wenig. Aber die sind richtig lecker. Und der Teig, also haben die richtig gut hinbekommen. Weil da habe ich immer Probleme, wenn ich die selbst zu Hause mache, mit dem Teig halt. Wenn ich die zu dünn mache, dann fallen die mir auseinander. Und ich muss echt sagen, also richtig lecker. Kalorienbombe, ne? Melina. Melina, das fällt runter. Ich? Ja, kann ich? Ja. Dann hole ich mir noch einen. Zwei sind hier noch, kriegt der Carlos noch eins und ich. Wupp. Sechs Stück. Wie viel haben die nochmal gekostet? 2,79. Also ich bin immer noch geflasht von den Törtchen. Und vor allem mögen wir die, wenn die lauwarm sind, ne? Oder eben noch warm, von mir aus noch heiß. Ich sitze gerade hier auf dem Pizziball und bewege ein bisschen mein Becken. Ich habe immer wieder Wehen und damit das Ganze da unten so ein bisschen locker ist. Was denn? Ja, das läuft halt immer wieder nach. Oh, aber nur eins, okay? Melina möchte ein Haribo. Melina liebt Süßes. Janu auch, aber Melina. Oh mein Gott. Carlos geht mit Janu duschen. Geht ihr zusammen duschen? Wo gehen wir hin? Fragt er. Unter die Dusche. Melina, gehst du auch duschen? Alleine? Mit mir? Aber Mama geht nicht duschen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Das ist also zu rutschig dann. Mama, dusch dich. Mama macht dann die Hose hoch. Und dann gehe ich auch mit den Füßen da rein, ja? Freut ihr sich. Aber baden heute nicht. Nur duschen, das geht viel schneller. Abendessen, ich weiß gar nicht, was wir essen sollen. Mal gucken. Ach, sind die unten? Die kann man aber auch morgen essen. Ja, die kannst du ruhig. Windbeutel haben wir noch runtergemacht vom Gefrierfach. Aber die kann man auch morgen noch essen. Sind ja erst seit ein paar Stunden unten. Was möchtest du? Zwei. Zwei, dann ist aber vorbei, ne? Steak. Welchen Steak? Okay, Steak. Ja. Ja. Lass die Kinder aussuchen. Ja. Okay. Die Umrandung hat sie gegessen von dem Törtchen und dann das Innere war ja zu flüssig und dann konnte sie das essen und hat gesagt, es ist zu heiß. Es liegt da jetzt wie so ein Pudding. Und Janu isst sein Törtchen noch. So, jetzt stehe ich mal auf. Huch. Muss ich ihn gleich wegräumen, weil die Kinder, die springen direkt drauf, ne? Und das ist mir zu gefährlich, weil er halt sehr groß ist. Wollt euch mal eben Melinas Haare zeigen. Schaut mal, wie lang. Richtig schön. Und gleich kommen noch mehr Locken. Richtig hübsch, mein Mäuschen. Papa, guck mich, ich bin immer blöd. Was? Papa, guck mal so blöd. Erzählst du denn da? Der Papa guckt immer so blöd, sagt sie. So, nee, da nicht spielen, komm. Sie hat längere Haare wie ich. Wir haben gerade Essen fertig gemacht. Kinder spielen im Kinderzimmer. Dann rufe ich die mal. Melina Giano! Was treibt ihr denn da? Okay.
Kommt ihr bitte essen? Kommt, Kinder, wir essen. Jan, hast du gehört? Essen ist auf dem Tisch. Wir essen zusammen. Wie bitte? Eines noch. Ach so. Ja. Mille möchte auch ein bisschen Fleisch. Ja, schneiden wir. Können wir ausmachen. Nee. So, ihr Lieben, ich wollte das Video jetzt hier beenden. Wir tun jetzt Abendessen. Und dann sehen wir uns morgen in einem neuen Video. Tschüss.